Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge von OMSI 2. Heute mal mit dem Wuppertal-DLC, den wir schon uns natürlich auf MicroRazer.tv mal angeschaut haben, aber mittlerweile schon gar nicht auf ÖPNV-Simulation haben. Deswegen, das müssen wir jetzt nachholen. Von daher dachte ich mir so, komm, dann ist der Zeitpunkt jetzt genau richtig. Wir schauen uns den Wuppertal-DLC jetzt, wie gesagt, dementsprechend mal an. Und schauen mal, wie das Ganze sich jetzt mittlerweile verändert hat, ne? Denn es ist einiges passiert seit Release und da bin ich mal ein bisschen gespannt drauf. Okay, 0601. Schauen wir mal, ob es doch richtig war. Können wir schon mal die Türen aufmachen. Ziel ist Oberbarmen. Das stimmt tatsächlich. So, haben wir jetzt 21 Minuten Verfrühung. Das müssen wir verändern. Hallo. Ja, nicht viel Keule. So, perfekt. Haben wir jetzt richtig eingestellt. So, ja, das ist halt ein Add-on von Kevin Nitschmann oder auch Projekt Gladbeck, ja, welches schon viele, viele DLCs halt gebastelt haben für den OMSI-Simulator. Unter anderem natürlich Metropole Ruhe, ja, Mallorca ist natürlich auch bekannt. Und ich sag jetzt bekannt. Mehr wollen wir da gar nicht so ins Detail gehen. Auf jeden Fall finde ich immer noch Wuppertal DLC gar nicht mal so schlecht. Jetzt vor kurzem kam ja dieses Mini-DLC raus, die Linie 639, wenn man jetzt hier nicht alles täuscht, für den man sich extra kaufen konnte, für, weiß ich, 5 Euro oder sowas war das, konnte man das Ganze halt dementsprechend halt in Wuppertal mal so ein bisschen rumcruisen. Ist eine coole Idee gewesen, finde ich persönlich. Der zweite DLC ist jetzt auch schon angekündigt als Mini-DLC. Auch diesen werden wir uns natürlich dementsprechend mal anschauen. Aber so im Großen und Ganzen fand ich die Thematik halt mit der Schwebebahn extrem interessant halt. Und für mich eigentlich ein Grund, mir das Ganze mal dementsprechend halt auch damals halt anzuschauen. Wir waren dann auch auf der Gamescom gewesen, zusammen mit dem Ice Dragon. Da haben wir uns das Ganze ja dementsprechend angeschaut. Und Das war eine coole Sache. Wir konnten uns da mit dem Kevin Nitschmann unterhalten und die Zukunftsprojekte halt, ne? Jetzt, wie gesagt, erscheint ja jetzt nur Düsseldorf und Köln kommt ja auch noch. Also dieses Jahr wird eigentlich großartig, so im Rum OMSI. Und na, auf jeden Fall hatten wir uns dann so ein bisschen unterhalten gehabt und die Ideen halt, die er sich da so ein bisschen geschöpft hat. Ich weiß, der ein oder andere kann den Projekt Gladbeck, das Team, nicht so ganz leiden, weil halt Wiederverwertung hoch Nummer 1 steht. Ich persönlich, da kann man jetzt wahrscheinlich wieder streiten und ich glaube, das Thema hatten wir auch schon so oft behandelt, hatten wir in Livestreams behandelt, hatten wir jetzt auch schon in der einen oder anderen Folge wahrscheinlich behandelt, aber für mich zählt das gar nicht so. Also ob jetzt ein Haus 3-4 Mal jetzt gesetzt ist oder nicht, ja, das ist, da ich jetzt persönlich keinen großen Wert drauf. Das ist für Leute natürlich, die jetzt halt den puren Realismus haben wollen, absolut verständlich, dass die dann sagen, so, also das geht gar nicht, ja, also das kannst du nicht bringen. Kann ich absolut nachvollziehen, aber jeder ist da halt wirklich dementsprechend so ein bisschen anders und von daher kann ich wirklich sagen, dass ich jetzt persönlich nichts gegen die Projekte von Projekt Gladbeck habe, ja, also das ist so ich find's okay, ja. Und die Ideen, die sind meistens teilweise immer sehr interessant. Ich meine, immerhin waren die ersten, die als Payware-Addon eine Straßenbahnlinie rausgebracht haben, ne, die 107, dann später die K-Bergbahn, die ja dann umsonst war, aber die jetzt mal nicht ganz so gelungen ist. Und wie gesagt, jetzt hier das mit der Schwebebahn, also die gehen auch andere Richtungen halt, nicht immer nur Bus, sondern versuchen halt in den OMSI-Simulator natürlich auch ein bisschen was anderes noch mehr rauszuholen, als wie eigentlich geht. Klar, wir reden hier immer noch von der Bus-Simulation, kann ich absolut nachvollziehen, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, aber OMSI, das heißt OMSI, ja, und nicht Schwebebahn-Simulator oder was weiß der Geier. Kann ich komplett nachvollziehen, selbstverständlich. Aber ich finde halt immer cool, was so geht halt noch in OMSI, ja? Und wie man sieht, es geht eine ganze Menge in OMSI. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Lotus den OMSI so schnell ersetzen kann, wie der ein oder andere vielleicht hofft, ja? Die Laternen, die kommen mir aber ein bisschen bekannt vor, die gibt es doch auch in Lotus. Aha, aha, aha. Ja, auf jeden Fall
Ne, also nur mal das mal so ein bisschen so am Rande mal erwähnt halt, ja, wie ich jetzt halt zu Projekt Gladbeck stehe. Falls der ein oder andere halt oder der ein oder andere fragt halt immer mal wieder, auch viel im Livestream, na, was hältst du von Kevin Nitschmann und Co.? Jetzt habt ihr da dementsprechend die Antwort. Ich meine, natürlich finde ich es cool, wenn mir jetzt hier einer die Linie 284 jetzt hier baut, ja, für ich sag mal Lotus jetzt so oder sowas, ja, für als Buslinie, ja, und ich fahre sie dann ab und da stehen natürlich dann Gebäude, die da eigentlich gar nicht hingehören, ja. Bei mir ist es aber so, dass ich dann Abstriche mache, dass ich jetzt zum Beispiel sage, so Wohnhäuser sind mir doch völlig egal, welche Wohnhäuser da stehen. Aber so die wichtigen Objekte, wie zum Beispiel das Glio, ja, das muss natürlich an der Stelle stehen, wo es dann halt auch ist. Oder die Kirche halt, ja. Die sollten schon da sein, wo sie auf jeden Fall sind, finde ich. Ja, damit man das halt so die wichtigen Eckpfeiler wiedererkennt halt. Ja, und dann sind mir ja die Wohnhäuser eigentlich vollkommen Rille. Aber wie gesagt, das ist halt wieder eine Meinung, die nicht jeder hat. Ja, also wie gesagt, ich kenne einige, die da sagen so, also nee, also es muss schon purer Realismus sein. Weswegen halt viele auch Bremen-Nord so abgrundtief lieben, weil Bremen-Nord soll wirklich 1:1 wirklich gut umgesetzt worden sein. Und ich, weißt du, ich setze mich dann dahin und sage, das gefällt mir. Obwohl, man muss schon sagen, also das ist ein bisschen wie bei der Solaris, es wird keine Liebe, ja, aber ich verabscheue es jetzt auch nicht. Also das gibt so, da gibt es dann eher so Strecken, wo ich dann so sage, also das tue ich mir nicht mehr an. Also schön und gut, ich fahre jetzt nicht alle Projekte von Projekt Gladbeck, also Mallorca, das ist halt keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Genauso wie Luzern, na, das ist halt auch so, wo ich mir so denke, so, boah, das hast du einmal gespielt, brauchst du nie wieder spielen. Ja. Aber das ist dann halt wahrscheinlich dann wieder. Und jetzt kommt wahrscheinlich der ein oder andere. Ja, aber Luzern ist doch auch vollkommen realistisch. Ja, mag sein. Mich interessiert es trotzdem nicht. Ja, also das ist halt so, naja. Ist aber schön, ne? Die Geschmäcker sind wirklich, wirklich unterschiedlich. Jeder hat da wirklich andere Interessen, die da wirklich dann sagen, wem einem was gefällt und wem eher weniger. So. Stadion. Von hier erreichen Sie den Wuppertaler Zoo. Was sich hier auf jeden Fall verändert hat, höre ich jetzt, ist die Ansagen. Hier waren früher Kinderansagen gewesen, die sind jetzt nicht mehr da. Da spricht jetzt die Alexa-Frau, spricht wieder mal. Also da haben sie auf jeden Fall was verändert. Ich meine, die Kinderansagen, schön und gut, ja, das erste Mal, wo du das gespielt hast, war es eine coole Idee halt tatsächlich, ja, dass das so Kindergarten halt aufgenommen worden ist und das dann praktisch verarbeitet wurde und dann hiermit eingebaut wurde. Also das war eine coole Sache, einmal war cool, aber ey, wenn du das zweite oder das dritte Mal machst, oh, Leute, das war dann mega nervig gewesen, also holy shit, also das war wirklich, da mag ich hier diese Alexa-Dame jetzt schon ein bisschen lieber, ja. Das ist eine Computerstimme, die quatscht dann halt. Und dann ist halt gut, aber ey, das war. Da muss ich wirklich sagen, also das ging gar nicht. Aber ich finde es schön, dass sie sie ausgetauscht haben. Aber was ich persönlich jetzt auch wieder schade finde, haben sie jetzt komplett rausgepatcht oder sind sie jetzt noch vorhanden und man kann sie jetzt manuell noch irgendwie ersetzen? Ja. Hier übrigens Unglück, ne? Sie sehen noch hier die alten Schienen hier, die sich hier noch rumliegen, ne? Es gab ja vor einigen Wochen, gab es ja ein schweres Unglück in Wuppertal, da sind doch hier diese Schienen runtergekommen, ja. Ich glaube, verletzt wurde niemand, wenn mich jetzt alles täuscht, aber Schwimmbahn natürlich wurde komplett eingestellt für mehrere Wochen. Und jetzt vor einigen Tagen oder sowas haben sie jetzt wohl wieder aufgemacht. Also sie fährt jetzt wohl wieder. Und das finde ich halt cool, dass sie das Ganze dementsprechend so ein bisschen eingebaut haben. Ja? Dass da jetzt immer noch diese alten Schienen im Wasser liegen, ja? Wie sie da halt runtergekommen sind. So kann man das halt auch ein bisschen erahnen, wo denn dieses Unglück denn war. Das finde ich immer, das ist eine coole Sache, dass man das immer so ein bisschen updatet hin halt. Ja, so. Wenn halt irgendwas Besonderes passiert.
Ja. Wenn jetzt natürlich da Menschen jetzt so verunglückt worden sind, dann wäre es natürlich ein bisschen heftig gewesen, sowas einzubauen. Ja, also da bin ich ja nun natürlich auch noch Mensch, ja, und denke mir so, okay, wenn da jetzt Menschen gestorben wären dabei jetzt, ja, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen unpassend gewesen, sowas natürlich einzubauen. Aber es ist ja halt, glaube ich, alles gut gegangen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also ich glaube, Tote gab es keine. Also wenn ich mich jetzt recht daran erinnere, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass es noch nicht mal Verletzte gab, aber Tote gab es, glaube ich, definitiv nicht. Aber sowas nochmal so als kleine Randnotiz, dass er das Ganze hier dementsprechend in so ein Update hier praktisch noch mit reingebaut hat. Also ich find's ziemlich cool, dass er das Ganze gemacht hat. Ja, aber wie gesagt. Und natürlich wieder mal, ist es jetzt natürlich nicht die erste Aufnahme. Ja, natürlich nicht. Omsi hat mich mal wieder im Stich gelassen. Ich hoffe, dass wir jetzt hier das hier diesmal durchziehen. Westende. Weißt du, da hast du schon kaum Zeit, weswegen er jetzt auch in den letzten Tagen relativ ruhig war hier auf dem Kanal. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, irgendwas aufzunehmen. Ja, das ist halt, also ich merke es jetzt auf jeden Fall. Ja, Arbeit super stressig. Zu Hause hast du halt immer Stress, Druck und hast du also nicht gesehen, Kinder. Ich meine, ich habe mir das Leben ja nur mal ausgesucht, ne? Also wäre jetzt so schlimm, wenn ich jetzt hier irgendwas anderes sagen würde. Nachteil ist natürlich, dass dementsprechend keine Videos kommen, ne? Also ich muss halt Vater sein und ich muss halt arbeiten gehen, ne? Das Einzige, was halt nicht muss, ist halt YouTube, ja? Und das merkt man denn dementsprechend. Wahrscheinlich tut es mir wahrscheinlich mehr weh als euch, wenn keine Folge online kommt, ja? Ich finde es halt persönlich ein bisschen schade, weil ich es halt schon sehr, sehr gerne mache. Gerade wenn die Simulatoren natürlich, Lotus, Omsi und Co., ja, aber wenn dann in der Aufnahme einfach die Aufnahme abschmiert, weil Lotus mal wieder der Meinung ist, ach, ich habe keinen Bock mehr. Das ist super frustrierend, wenn du keine Zeit hast, du bist schon fast am Ende der Strecke angekommen und Omsi schmiert ab. Oh. Traum wahrscheinlich jeden YouTubers, ja, wenn das passiert. Das ist, ich glaube, jeder kennt das. Also, ich glaube sogar Ansgar, ja, von Nordrhein TV Play, der wird genau das gleiche auch schon mal durchgemacht haben, ja. Ja, das ist dann so ein Frustmoment, wo du so denkst, so, oh, jetzt am liebsten in den Monitor reinboxen, so, weißt du? Und ich hoffe, wie gesagt, dass es jetzt so hier durchläuft, ja, das wäre natürlich mega. Aber nur mal so, um das Ganze mal so ein bisschen zu erklären, dass jetzt halt in den letzten Tagen jetzt wirklich keine Folge kam. Nee, ich warte jetzt hier nicht. Wir fahren weiter. War noch grün, so. War grün. Weil jetzt in den letzten Tagen jetzt halt wirklich, ich glaube, Samstag kam keine Folge, Montag kam keine Folge. Sonntag hatten wir ja unsere ÖPNV-News, aber gab es dann sonst auch keine Folge. Das ist halt wirklich bei mir jetzt aktuell, nicht weil ich keine Lust mehr habe oder sowas, Straße. Sondern es fehlt mir einfach mega die Zeit. Also es ist Wahnsinn. Und wenn, wie gesagt, dann noch die Simulatoren nicht wirklich mitmachen, wie sie sollen, dann ist es halt natürlich nochmal frustrierender. Dann hast du eigentlich, gehst du komplett anders ran, wo du halt schon null Bock hast. Da hast du diese Null-Bock-Einstellung. Was natürlich aber wieder schade ist, ja, weil ich euch natürlich die Videos aufnehme. Das ist dann wieder so ein schöner Widerspruch in sich dann halt, ja. Also das, jetzt weiß ich ja natürlich auch, ja, jetzt ist es natürlich Wuppertal. Ja, es zieht natürlich ein bisschen mehr Performance und es ist kein Bus, weil normalerweise stürzt mir mein Omsi halt nicht ab. Es läuft nicht perfekt, aber stürzt halt eigentlich in der Regel nicht ab. Aber wenn du denn halt Straßenbahn fährst oder hier halt irgendwas anderes, so U-Bahn oder sowas, ja, dann hast du natürlich, dass es dann einfach abschmiert. Denn, ja, also da kannst du machen, was du willst. Aber da merkt man dann halt auch einfach, Omsi will halt eine Bussimulation sein und kein Schienensimulator, sage ich jetzt immer hier so. Ganz, ganz vorsichtig. Daumplatz. Man merkt doch sofort, ja, die Einstellungssachen. Ich hatte
Auch mal so die Einstellung jetzt in der letzten Folge, die mir ja dann abgeschmiert ist, dann nochmal ein bisschen eingestellt, weil ich nochmal was probieren wollte. Weil ich mag das eigentlich nicht, wenn du halt relativ weit in die Ferne gucken kannst und du guckst halt in, praktisch in so ein leeres Ende rein. Ja. Habe ich die Kachel ein bisschen erhöht. Und ich fand halt in der vorigen Aufnahme lief das deutlich ruckeliger, als wie wenn jetzt mit. Ich spiele jetzt mit einer Kachel halt. Ja, und das war also der letzte Feinstift, der gefehlt hat hier in OMSI. Ich glaube, wäre der noch drin gewesen, dann hätte OMSI die ultimative Simulation sein können. Wenn die was an der Performance noch gemacht hätten, alter Falter. Ich glaube, dann hätte so gut wie jeder Simulator einpacken können. Der Grund wahrscheinlich, warum ich so viel Wert wahrscheinlich auf den Lotus-Simulator lege. Weil ich mir da eigentlich nur ein bisschen erhoffe, dass da, dass, ich sag mal, die Entwickler aus den Fehlern von OMSI lernen, ja, und das Ganze dementsprechend halt besser umsetzen für den Lotus-Simulator. Ich meine, das sind ja nun zu 50% andere Entwickler. Dass man jetzt nicht wirklich sagen kann, okay, man könnte ja jetzt so ein bisschen hoffen, dass das da jetzt vielleicht, ja, dieses... dieser letzte Patch kommt, ja, der die Performance nochmal deutlich anhebt. Ist ja, kennt man ja. Ihr habt bestimmt jeder mal schon mal eine Beta gespielt oder sowas, ja. Die halt von hier erreichen Sie die IHK und das Finanzamt. Die halt wirklich nicht so rund lief, ja. Und dann kam das Spiel raus und es lief immer noch nicht rund, ja. Und alle waren schon total gefrustet. Und dann kommt der sogenannte Day One Patch und alles läuft dann wieder, ja. Also. Dieser letzte Patch, der hat hier in OMSI so dermaßen gefehlt. Dieser sogenannte Day-One-Patch, der die Performance nochmal ein bisschen anhebt. Naja. Jetzt ist er ja nur mittlerweile 20.000 Jahre alt, der OMSI-Simulator. Dass da jetzt natürlich nichts mehr kommt, ja, ist verständlich. Aber ich find's halt immer cool, dass er immer noch unterstützt wird halt mit DLCs und sowas. Und ich fand halt einfach diesen einen Kommentar ziemlich geil, der dann geschrieben hat, kommt denn immer noch irgendein DLC raus für einen OMSI-Simulator? Ja, warum nicht? Zeig mir doch eine anständige Alternative. Und Lotus kann man hier noch nicht als Alternative betiteln, denn Lotus ist noch im Early Access. Lotus ist noch weit, weit von dem entfernt, was hier in OMSI gerade möglich ist. Ja. Auch ich bin Realist. Ja. Also auch wenn ich mein Lotus-Simulator jetzt schon so abgrundtief liebe, weiß ich, dass das Ganze noch nicht fertig ist, ne? Und dementsprechend muss man da halt dementsprechende Abstriche machen, ja? So, Glück gehabt, weil hier ist er nämlich abgestürzt an der Stelle. Da ging nichts mehr. Ja, hoffen wir mal, dass wir jetzt so durchkommen hier. Einfach ein stehendes Bild und dann OMSI reagiert nicht. Hauptbahnhof. Übergang zum S-Bahn- und Regionalverkehr. So, ja, sind wir am Hauptbahnhof. Aber es ist schon cool, dass die Wuppertaler darauf noch großen Wert legen. Auf die Schwebebahn. Ja, ist ja eigentlich, ich glaube, das ist bestimmt schon sehr kostenintensiv, das Ganze. Ich meine, du hast eines mit der wahrscheinlich schnellsten Verkehrsmittel, weil du hast halt nichts. Ja, du hast keinen Verkehr hier oben oder sowas. Ne? Ampeln sind weit und breit weg. Das ist ja bei Straßenbahnen ja auch immer teilweise immer so ein bisschen ein Problem. Ne? Kreuzungen und hier Straßen, immer so ein bisschen. Deswegen Straßenbahn. Ne? Und U-Bahn, ja, weiß ich nicht. U-Bahn ist wahrscheinlich doch noch ein Ticken teurer. Erreichen Sie das Cinemax-Kino und das Schauspielhaus. Wie gesagt, U-Bahn ist halt wahrscheinlich in der Anschaffung einfach doch deutlich teurer als wie so eine Schwebebahn. Also das kann ich mir so vorstellen. Aber dass das halt heute immer noch da ist, ja, dass das halt nicht eingestellt wurde, finde ich eigentlich eine coole Sache.
Aber ist natürlich wahrscheinlich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, wenn du damit mitfährst. Ich müsste mal nur mal nach Wuppertal fahren, um sich das Ganze mal anzuschauen. Einfach mal mitfahren. Guten Tag. Guten Tag. Was geht? Ja, nicht viel, Alter. Hallo. Hallo? Guten Tag. Hallo? Ja, mehr als 40 können wir ja eh nicht. Landgericht. Von hier erreichen Sie das Amtsgericht und Wickhühler Park. Ja, aber so hat jeder so seine Spezialitäten, ne? Also, ja, wie gesagt, das mit der Schwebebahn. Ist natürlich schon sehr, sehr einzigartig. Wahrscheinlich kannst du ja auch gar nicht so viel mit U-Bahn machen, weil ja halt hier alles irgendwo überall Luft wie die Flüsse lang und dann hast du das nicht gesehen. Dementsprechend musst du dir tiefer buddeln und bauen und dann hast du das nicht gesehen. Ich glaube, das wär mit der Anschaffung doch deutlich teurer geworden. Wenn man es mal krass betrachtet, ja, U-Bahn-Unglücke passieren auch immer noch. Also heißt nicht, weil das so U-Bahn sicherer ist so als so eine Schwebebahn, ja. Deswegen, also das ist halt schon alles sehr, sehr interessant. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass die Wuppertaler da auch, wie gesagt, Wert drauf legen und das Ganze dementsprechend halt immer aktuell und halten, dass das Ganze halt heute noch einsetzbar ist. Noch läuft man um sie. Es fahren noch Autos. Es war ganz komisch gewesen. Es war genauso wie jetzt. Stand in der Haltestelle und auf einmal Bild eingefroren. SL eben. Ja, also. Völklinger Straße. Ja, leider braucht man auf die Signale hier echt nichts geben, ja. Das ist ein bisschen schade. So lange Standzeit hast du einfach nichts. Du hast ja keinen Kollegen, der jetzt gerade vor dir fährt. Ist halt geschaltet wie eine Ampelschaltung. Ja, und das spielt ja keine Rolle. Da kommt ja kein Seitenverkehr oder sonst irgendwas her. Ne? Was mich ein bisschen geärgert hat an dem Add-on, war jetzt nicht die Schwebebahn, sondern eher diese
Buslinien, die hier angekündigt wurden. Also die eine Buslinie, die halt fast 60 Minuten lang geht, die ist vollkommen in Ordnung, ja. Aber dann die anderen Buslinien als komplette Linien halt praktisch zu verkaufen, das ist natürlich schon so ein bisschen, wo ich mir so denke, so wow. Also das war so ein richtiger Schlag ins Gesicht, ja. Die eine Linie war irgendwie 10, 15 Minuten lang. Ja, die werden wir uns auch noch anschauen. Und da denke ich mir dann auch so, ach, das hättest du nicht machen müssen. Also das hättest du vielleicht mal irgendwie dazu patchen können oder sowas, ja, aber das als Linie praktisch mit zu verkaufen, also dass das halt mit auf der Verpackung steht, ja, drei befahrbare Buslinien oder sowas, alles war schon ein bisschen, das war ein bisschen heftig. Loher Brücke. Von hier erreichen Sie die Junioruni. Haben auch schon wieder eine Minute Verspätung, warum auch immer. Ich habe Gaspedal voll durchgetreten. Ich tappe auch schon extra gar nicht groß raus oder sowas, ja, dass hier nichts passiert. Wenn er jetzt nämlich abschmiert, oh, dann weiß ich tatsächlich nicht, was passiert. Dann kann ich euch nicht sagen, was passiert. Guten Tag. Ja, guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, schön, schön, schön. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal so ein bisschen gerne euch ja mal austoben hier. Was haltet ihr denn so von dem Wuppertal DEC? Habt ihr euch den gekauft? Habt ihr euch den geleistet? Habt ihr ein Geschenk bekommen oder sonst irgendwas gewonnen? Ja, und den selbst schon Hand angelegt hier mittlerweile. Oder habt ihr den vielleicht jetzt im letzten Sale gekauft, der jetzt ja war? Dann nutzt doch mal die Kommentarfunktion, was ihr so von dem Wuppertal DEC haltet. Mir geht es jetzt nur um dieses DLC, jetzt nicht über jetzt Kevin Nitschmann und Adler Co., ne, sondern einfach nur über... Übergang zum Museum für Frühindustrialisierung. So, an sich jetzt mal so ein bisschen so, sich jetzt mal hier über dieses DLC praktisch zu unterhalten, ne? Dann schreibt doch mal so ein bisschen was in die Kommentare. Ich werde mir, wie gesagt, überlegen, was ich jetzt zukünftig mache, damit halt sowas nicht passiert. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass es jetzt wahrscheinlich eventuell drauf hinausläuft, dass es wirklich jetzt im Normalfall jetzt vielleicht alle zwei Tage eine Folge kommt. Ich aber versuchen werde, weiterhin natürlich täglich eine neue Folge zu bringen, weil ich fand, dass eine Folge täglich sollte drin sein. Und dadurch, dass wir jetzt ja... eine Umfrage jetzt vor kurzem gestartet hatten, die immer noch aktiv ist, nicht mehr lange, denn nehme ich sie wieder raus, dass wir jetzt ja so ein neues kleines Nischenprojekt hier eins anfangen wollen demnächst. Also was heißt Nischenprojekt? Das ist ein vollwertiges Spiel, ja, aber so praktisch als kleinen Lückenfüller hier praktisch zu benutzen, ja. Da will ich denn gucken, also da wird es ja wahrscheinlich dann sowieso wieder jeden Tag eine Folge geben. Also von daher macht es eigentlich gar keinen Sinn, jetzt das Ganze jetzt zu verkürzen. Das neue Projekt startet noch nicht gleich morgen oder sowas. Lasst mir mal da von noch so erreichen Sie die Barmer Innenstadt. Ein, zwei Wochen, damit ich da mich mal mit dem Icebreaker so ein bisschen Code schließen kann, damit er mir so ein paar Tipps geben kann, worauf ich da achten muss und hast du das nicht gesehen. Denn so wie es ja aussieht, steht das Projekt ja nun schon mittlerweile fest. Es wird wahrscheinlich Transport Fever werden, wird das wir jetzt in nächster Zeit jetzt hier anfangen werden, hier auf dem Kanal. Falls denn mal, falls ich es nicht schaffe, dass jetzt hier mal Omsi oder wieder streikt oder sowas, dass ich hier ganz normal dann einfach eine Transport Fever Folge dann aufnehmen kann und dementsprechend dann halt online stellen kann. Also das, so sieht das dann halt aus. Und ja, dementsprechend... gucken wir mal. Guck mal, es gibt einen Müller hier in Wuppertal.
Jetzt kommen aber viele Kollegen, wa? Die müssen. Hat wahrscheinlich der KI-Verkehr ein bisschen gehangen oder sowas. So, Türe auf. So, alle drinne. Weiter geht's. Werther Brücke. So, wir nähern uns dann auch so langsam, aber sicher so unserem Fahrtende Oberbarmen. Also tatsächlich lief es jetzt besser mit den alten Einstellungen eigentlich wieder. Den alten Omsi-Einstellungen. Naja, das ist halt, sobald du irgendeine Kleinigkeit veränderst hier in Omsi, ist vorbei. Schon wieder ein Kollege. Jetzt sind wir ganz schön oft hier. Guten Tag. Guten Abend. Hallo. So, steigt ein. Okay. Ja, wie gesagt, sieht so aus, als ob sich der Fahrplan irgendwie aufgehangen hat hier. Jetzt kommt hier eine Schwebebahn nach der anderen. Das ist ja nicht mal mehr 5-Minuten-Takt hier, was hier ist. Wupperfeld. Schon kleinen Gärtchen und alles sowas, ne? Ist schon süß. Das ist schon putzig gemacht auf jeden Fall. Ja, und jetzt könnt ihr mir ja gerne schreiben, wie oft jetzt irgendwo das doppelte Haus vorkam. Ich habe darauf gar nicht geachtet. Muss ich persönlich jetzt gestehen jetzt halt, ne? Fahrer, als ob das mal irgendein Fahrgast zu dir sagt. Ob es da so eine Oma gibt, die dann mal zum Fahrer vorkommt und dir noch eine Mark in der Hand drückt. Ja, ist denn eine Mark, armer Junge? Oberbarmen. Diese Linie endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja, also ich muss sagen, hat jetzt Spaß gemacht. Also wie gesagt, also ich finde die Ansagen jetzt doch deutlich besser als dieses Kindergekreiche da permanent im Hintergrund. Und muss sagen, ich fand auch dieses ganze Addon jetzt, ich finde das Addon okay. Also wenn du jetzt in Wuppertal so Schwebebahn fahren willst, ist ja, ist es dir eins, gibt es keine Alternativen.
Bei den Buslinien sieht es natürlich nachher ein bisschen anders aus, aber das werden wir uns dann in der nächsten Folge mal anschauen. Hat er ja gesagt gehabt, dass ich jetzt versuchen will, immer so ein bisschen so die Addons jetzt mal, auch mal die anderen Linien mal zu fahren, was jetzt bei Metropole Ruhr ein bisschen schwer ist bei seinen 200 Linien. Aber da werde ich auf jeden Fall nochmal, Wuppertal werden wir uns hier auf jeden Fall noch die Buslinien mal anschauen. Aber wie gesagt, die eine Buslinie dauert ja schon alleine fast 60 Minuten oder sowas, also da muss ich mir irgendwie Zeit nehmen. So, und damit würde ich mich denn verabschieden. Bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, würde ich mich freuen. Und natürlich freue ich mich umso mehr, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit einschaltet und dann wir hier irgendwas wieder Tolles machen hier. Entweder Lotus Omsi oder Zusi, schauen wir mal. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss.